Hier wurden. Ich höre Stimmen. Echt? Ja. Wir sollten verschwinden. Komm, an der Straße. Ja. Okay, ich bin jetzt nochmal alleine wieder gekommen. Der Andi sichert vorne ab. Hier sind überall Medikamente. Ja, es ging nicht anders, weil die Nachbarn hier auch sehr, sehr aufpassen. Hier ist die Decke auch schon eingestürzt. Hier ist dieser alte Ofen. Und hier sieht es wirklich, wirklich, wirklich speziell und schön aus. Eine ganz, ganz tolle Location. Ja, ihr merkt, ich bin ganz außer Atem. Wir müssen hier wirklich aufpassen. Das ist eine Adresse, die nicht ohne ist. Und auch hier richtig schön und urig. Das muss man einfach sagen. Hier sind noch die Schellackplatten. Jetzt muss ich mal gucken hier. Auch schön. Also man hat echt, ja, so hinterlassen, wie es war, ne? Hier ist die Stube. Ja, schön. Einfach schön. Schönes Objekt. Wahnsinn, das so sehen zu dürfen, zu können, bevor es noch einstürzt. Ach, wieder diese Spinner. Urbex 073. Das sind dieselben Spinner, die wir eben schon, also bei dem anderen Video gesehen haben. So, jetzt geht's hier ein bisschen abenteuerlicher weiter. Ach du liebes bisschen. Ach du liebes bisschen. Das ist ja viel größer, das Haus, als ich dachte. Viel, viel größer. Boah, ist das ein Staubsauger? Ey, das ist ein Staubsauger. Ja klar. Wahnsinn. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe noch nie in einer Location so einen alten Staubsauger gesehen. Ich weiß, ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, einen Staubsauger toll zu finden, aber ja, ist ja auch schon irgendwie was Besonderes. Also so einen Staubsauger zu sehen. Und was ist hier? Comics, alte Comics und Bücher, Briefe. Ja, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, könnte man da wirklich mal gucken. Ja, weil Andi wartet draußen. Der steht da Schmiere. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir sind auch wirklich mitten in der Nacht hier. Ja, das macht das Ganze ein bisschen komplett. Ach du lieber Himmel. Nee. Also die obere Etage vergessen wir. Und da gehe ich auch nicht weiter. Seht es mir nach. Es ist wirklich lebensgefährlich. Es ist wirklich lebensgefährlich hier. Hier gehen wir nicht weiter. Das ist zu krass. So. Deswegen gucken wir, dass wir wieder rausgehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es wirklich nur so ein kurzes Video war, wo ich euch ein bisschen mitnehme in so eine Welt hier. Ja. Das ist schon. Da bin ich. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? Aber es ist halt wirklich, wirklich gefährlich. So, ich bin damit weg. Hinterlasst gerne dem Video ein Däumchen, auch wenn es zu kurz war. Wir sehen uns dann beim nächsten Abenteuer. Ciao, ciao.